Moin und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Scump. Ja, wir sind immer noch mit drei Rädern unterwegs. Wir hatten, glaube ich, das letzte Mal einen Loot Drop gemacht, nicht wahr? Achso, Moment. Ich schau mal eben, habe ich schon alles? Ich glaube, ich habe schon ein bisschen was eingeräumt, ne? Ich weiß es nicht mehr so genau. Wir wollten weiter Richtung Norden. Das ist die Straße weiter hoch Richtung große Stadt. Heißt hier nochmal hin, da vielleicht machen wir nochmal einen Abstecher. Wir müssen nur mal sehen, wie das mit unserem Sprit aussieht, Freunde. Ja, Sprittank ist ja leer. Wir schauen mal. So, wie ihr vielleicht in den letzten drei Folgen höchstwahrscheinlich aufgefallen ist, haute das ja mit dem Ton nicht so ganz hin. Ich hoffe, ich habe das jetzt. Ich sollte es jetzt wieder im Griff haben. Ich habe nämlich ein bisschen was umgebaut gehabt. Sprich, ich brauchte was neu. Und habe vergessen, ein Teil anzubauen. Ja, so hatte ich einen leichten Hall. Aber, naja, soll jetzt gegessen sein. Sollte jetzt alles wieder funktionieren. Und dann schauen wir mal, wie weit wir hier... Oh, warte mal, halt, stopp mal. War da, ging das da irgendwie rein? Nein. Tankstelle wäre jetzt natürlich toll. Da würde ich auch mal alle Kanister voll machen wollen. So, jetzt müssen wir nur mal gucken... Tankstelle war schwierig. So, wir sind jetzt hier. Ich würde sagen, wir fahren hier einfach mal runter. Nehmen das Dorf, fahren dann wieder nachher zurück. Und wir haben hier Platz. Wir brauchen ja immer noch einen Reifen. Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Das kommt mir das bekannt vor. Ah, da, naja, Dorf. Na, wir gucken mal. Ist höchstwahrscheinlich an der Küste. Ja, doch, muss ja an der Küste sein, natürlich. Ja, wieder wird es jetzt wieder mit dem Sprit natürlich. Müssen wir mal schauen. So, ich würde sagen, ich park erstmal hier. Es sind tatsächlich nur ein paar Häuser, ne? So, ich will einmal kurz mal reinschauen. Wie sieht es hier mit unseren Pfeilen aus und so? Oh, gut. Das sieht eigentlich rechtens gut aus. Okay, die ist wieder warm, ist klar. So, den... Oh, wartet mal. Ich hoffe. Reparieren. Oh ja, wir müssen ja einiges reparieren. Das machen wir mal eben fix. Was ist hier? Was ist das? Das ist die Brille... Das ist alles, geht alles, alles, alles. Schuhe mache ich auch mal. Falls uns der Sprit ausgeht, dann sollte ja schon mal... was wollte ich jetzt reparieren? Schuhe habe ich, das habe ich. Achso, das war ja Quatsch. Ah nee, hier oben, genau, das war das. Oh, alles schon weg. Muss ich nochmal ein neues machen. Da müssen wir noch mal was Neues tun. Das ist ja auch nicht das Problem. Okay, ich würde sagen, dann nehmen wir wie immer unsere Keule auf Tasche und dann in die Hand und dann gucken wir mal. Wie gesagt, das ist ja jetzt... Ich habe gedacht, das wäre ein bisschen was Größeres. Aber wir schauen mal, was wir hier so finden. Wird wohl mehr sowas Landwirtschaftliches sein. Boxen. Ah, das ist eine Schaufel. Oh ja, das ist sehr gut. Was ist das? Kirschsamen, die brauchen wir mal nicht. Nadel gucke ich jetzt auch mal nicht. Organischer Dünger. Wartet mal, dann könnten wir doch gleich mal das Messer reparieren.
Sehen auch, wie viel wir das hochgeprügelt kriegen. Das ist ja gut. Das ist doch sehr schön. Gut. Keule. Wir laufen. Aha. Uns natürlich die Pfeile wieder. Wo war der andere? Mal hier rumgeguckt. Wobei, selbst wenn wir jetzt ein Fahrrad oder so finden würden, wäre ja, ja doof. Oh, toll, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich den weggeschossen habe. Ja gut, dann ist das so. Hier. Oh, es wären sogar zwei Pfeile gewesen. Das wäre doof. Das wäre nicht so schön. Wir können ja mal spaßeshalber durch so ein Haus gehen. Haben wir ja auch schon lange nicht mehr gemacht. Aber einfach mal durchsuchen wir mal so eine kleine Hütte hier. Das lohnt sich doch schon mal. Zack. Nicht noch ein Kürbis. Wie sieht das eigentlich überhaupt mit unserem Futter aus? Ich könnte mal wieder was essen. Ja, aber nicht so einen alten Schrunzelzeus. Ah, 70%. Was haben wir hier? Toast. Ah, da haben wir genug Nahrung. Oh, glaube ich. Hoffe ich, meine ich, denke ich. Oh ja, pass auf, die kannst du mal wegschlürfen. Hau dir die mal alles trinken. Die hauen wir mal weg. Ich trinke mal aus Solidarität was mit. Ja, die kannst du dann einmal hinstellen wieder. Habe ich die noch nicht durchsucht? Okay, weiter geht's. Oh, Badezimmer, nix. Das Wein, da gehen wir auch noch nicht rein. Kleiderschränke, nichts, nichts. Da haben wir auch nix. Geld? Einfach schreit hier rum. Irgendwas schreit hier rum draußen bei mir. So, okay. Noch ein Badezimmer. Eine Dusche. Ah, eine Dusche. Ja, die Hütten lohnen sich eigentlich nicht, ne? Aber ab und zu. Na, nee, keine Pause, keine Pause, keine Pause. Mach mal keine Pause. Was haben wir hier noch? Nee, die haben wir schon. Brauchen wir nicht, wir können mal rausgucken. Ah ja.
Okay, habe ich eigentlich was mit zu essen? Also im Auto haben wir auf jeden Fall. Nee, hier habe ich tatsächlich nichts mit zu essen. Dann werden wir gleich nochmal im Auto ein bisschen was snacken und dann. Leuchten da die Lampen? So, dann hätten wir. Ah, den, da kümmern wir uns gleich mal drum. Habe ich den eigentlich habe ich. Ja, auch gut, ne? Sind wir in der Ego-Perspektive, haben wir das Ding in beiden Händen. Und haben wir hier, sind wir jetzt hier draußen, haben wir es nur in einer Hand. Okay, da ist dann auch nur ein Stall, wie gesagt. Also gut, einen Spawnpunkt gibt es hier. Da muss ich mal kurz auf die Karte gucken. Ah, hier unten wäre auch noch ein Dorf. Ich gucke gleich mal, ob wir vielleicht auch was abzapfen können. So, hier ist nichts mehr. Was ist denn? Oder vielleicht, ich sag so, das ist ein Dorf. Also da unten ist was, aber ich weiß nicht, ob es ein Dorf ist. Doch, schaut mal, ist auch ein Dorf. Aber das machen wir im Auto, ne? Fahren wir im Auto runter. Genau, da würde ich aber einmal gucken, ob wir hier ein bisschen Sprit drin haben. Ich nehme natürlich jeden Stückchen Sprit mit. Ist da kein Fahrersitz drin? Ich sehe es leider nicht. Wieso kann ich nicht einsteigen? Ich kann nur schließen. Nee, ich kann nicht einsteigen. Ist kein Motor drin, alles klar. Dann probiere ich das gleich, wenn wir gleich mal einen Kanister holen. So Lampen und sowas ist natürlich immer ganz geil für Kohle, ne? Da kriegt man wenigstens ein bisschen Geld. So, dann holen wir mal schnell fix das Auto. Obwohl, wenn ich da oben bin, wird hier bestimmt sowieso gleich. So. Ich drüber gelaufen, war auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Einmal schön drüber gelatscht. Ich brauche, ey, wir finden einfach kein. So, aber wartet, ich gucke einmal wegen der Kiste, wegen dem Benzintank. Wir finden einfach kein Dings, ne? Das dahin und dich nehme ich dann einfach mal in die Hand. Obwohl da, ich schätze mal, wartet mal, ich nehme mal einen kleinen Kanister. Den kriege ich hier gut rein. Dann kann ich das hier in die Autokiste packen. Ah, erstmal. Erst einmal dann wieder rein. Dann fahren wir mal ein Stück.
Ach nee, brauche ich gar nicht gucken. Da ist ja kein Motor drin und ich meine, dann ist auch kein Sprit drin. Oh, da kam noch einer rausgeflitzt. Ein kleines Bürschli. Ach, ich sehe mich schon wieder mit einem Spritkanister durch die Walachei tanzen, weil ich wieder keinen Sprit mehr habe. Aber vielleicht gibt es ja hier unten am Wasser eine Tanke oder sowas. Aber ich glaube wohl eher nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein größeres Dorf. Da würde ich jetzt auch mal ganz geschmeidig einfach mal so mal langfahren. Ja, moin. Sah nicht aus, als ob da ein Reifen dran wäre, ne? Hinten wäre dann auch noch was. Aber wir machen erstmal hier, ne? Okay, wir fahren erstmal noch ein Stück weiter. Und ich komme hier nicht weiter. Okay. Und kein Sprit mehr. Oh, Polizeistation, Leute. Dann können wir da ja auch vielleicht noch mal rein. Ich parke uns mal hier oben. Wir warten mal ein Momentchen. Okay. Hören wir was? Sehen wir was? Nein, tun wir nicht. Dann wollen wir erstmal was essen. Mal gucken, was wir hier finden. Ob wir überhaupt was finden. Ich finde es auch ein bisschen doof, dass es hier so keine Tankstellen gibt. Ne? Das ist wieder das Thema. Ich dachte auch, ich hätte alle Spritkanister voll. Aber naja. Das mit dem Denken und so. Trinken, trink mal was. Nur einen Schluck, das reicht uns. Kann ich das in die Stiefel packen? Okay. So, ja, entschuldigt den kleinen Cut, aber mein kleiner Enkel ist gerade aus dem Urlaub zurück und wollte mal Hallo sagen. Okay. Oh, wartet, ich muss einmal kurz mir den. Ja, jetzt dreht der Hund auch noch mal ein bisschen durch. So. Einmal markiert. So, jetzt geht's weiter. Hast du die Keule in der Hand? Ja, ich habe die Keule in der Hand.
Alles klar. Okay, dann wollen wir mal schauen. Wollen wir die Straße noch mal runtergehen? Wir gehen hier mal so ein bisschen durch. Hinten einmal lang. So, mal sehen, was wir hier finden. Hier werden wir alles finden. Motorräder und. Vielleicht haben wir ja Glück und weiter hinten durch war ja der Strand. Da ist doch schon mal einer. Kann jetzt schlecht sehen, welcher. Aber hör mal rauf. Polizeistation war doch gleich hier irgendwo. Das ist das größere Gebäude da vorne, ne? Da haben wir noch jemand. Okay. Und alles bisschen verschachtelt. Ich laufe jetzt hier hauptsächlich rum und gucke natürlich hier Werkstätten, ist klar. Nehmen wir mit, dann gucken wir natürlich, ob hier vielleicht doch noch irgendwo. Hier meine ich müsste. Ja, das ist sowas. Hier ist natürlich Werkstatt. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Hinten war ja noch ein Leica, den habe ich gesehen. Aber das sah nicht aus. Oh, naja, das ist ein kleiner Rucksack. Nehme ich jetzt mal nicht mit. Sah jetzt allerdings nicht so aus, als ob da wieder Reifen dran waren. Leute, wir finden einfach keine Reifen. Ich drehe durch, ey. Gibt's doch gar nicht, oder? Okay. Hier hätten wir einen Spawnpunkt. Hier fehlt aber tatsächlich ein Hinterrad. Okay, gut. Ist eine Werkstatt, da wäre eigentlich noch. So ein Überladekabel hätte ich fast gesagt. Whisky, aber nur noch drei Aufladungen. Brauchen wir nicht zwingend. Eine Mütze können wir auch noch hier lassen. Was ist das? Bremsflüssigkeiten? Nö. Nö, nö. Da könnte man natürlich gucken. Da könnte eventuell natürlich auch Geld drin sein. Ne? Das ist ja ein Kühler. Hier ist nichts. Ist hier was zu trinken? Nein. Ja, schaut mal, hier ist Geld. 1,50 €. Ist ja okay, ne? Ich gehe jetzt aber nicht nach oben. Wie gesagt, hier unten Bar, das können wir noch mal mitnehmen. Wie gesagt, Moped war hier. Ah, hinten ist noch ein Kollege.
Ich könnte sie auch durchsuchen, da wird man vielleicht auch den einen oder anderen Bildschein finden, denke ich. Aber in den Türmen habe ich auch schon Pistolen, also Waffen gefunden. Also nicht nur Pistolen, auch mal so andere Waffen. Da würde ich dann auch noch mal reingehen. Genau, da war es Moped. Dann gehen wir erstmal einmal außen rum. Lecker kalter Kaffee. Da sieht es aus wie eine Garage. Ja, hier haben wir auf jeden Fall in der nächsten Folge auch noch ein bisschen zu tun. Würde ich natürlich schon gerne einmal abgehen, um zu gucken, ob hier vielleicht noch mehr zu holen, ob es hier noch mehr zu holen gibt. Aber ich muss sagen, wir hatten so die ersten in den ersten Zügen, da waren wir, war es schon ein bisschen geiler mit Sachen, ne? Also Motorräder haben wir gut gefunden. Also gleich einsatzfähig. War schon eine andere Geschichte, ne? Jetzt habe ich mich hier, habe ich uns hier ganz gut durchgequält mit Fahrzeugen, Autos. Das war schon. Und jetzt fahren wir immer noch. Aber ihr seht ja, ne, wir finden einfach im Moment kein Autoreifen. Ah ja, eine Bleiplatte natürlich. Ich nehme mal, ich weiß nicht, Mobiltelefon, hatte ich das jetzt schon getestet? Also was das so bringt beim Händler, ob das überhaupt was bringt? Ah, da genau, ich wollte ja hier noch mal in dieses Türmchen. Aber hier ist das noch ein Apfelbaum. Wo ist das, Kollege? Nur vorsichtshalber, solange wie wir hier durchsuchen. Hüpfst du rüber? Das war schon? Okay. Habt ihr dich mal angefasst? Hallo? So, jetzt bin ich am Überlegen. Die Folge ist ja schon fast wieder rum. Nein, die Folge ist rum. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt hier ins Haus gehe, weil ich muss nämlich das Spiel verlassen, tatsächlich. Und ich denke, ich werde mal ganz nach oben gehen. Oh, die sind cool. Die könnten wir reparieren und verkaufen. Da gibt es auf jeden Fall Geld für. Handschuhe brauchen wir nicht. Ich denke, ich gehe mal nach oben und werde da oben dann hier die Folge beenden. Dann fangen wir hier wieder an. Das heißt natürlich, es werden noch wieder ein paar Kollegen denn das nächste Mal spawnen. Aber das ist ja nicht so dramatisch, ne? Oh, da gibt es auch Geld für. Wenn wir die reparieren, machen wir dann. Und das müssen wir auf jeden Fall hier mal ein bisschen durchsortieren. Das sieht ja alles hier ganz komisch aus. Eieiei.
Optimal ist das nicht sortiert, aber nützt ja nichts. So, gut, weitergehen. Lass das hochgehen. Dann beenden wir gemeinschaftlich die Folge. Ging das hier überhaupt hoch? Ich glaube, das ging gar nicht hoch, ne? Außen ging es hoch dann, ne? Das hatte doch aber noch einen zweiten Stock, oder? Hatte ich jetzt hier das Bett schon gemacht? Ja, hatte ich. Hatte ich, genau. Das war das. Hatte das hier nicht? Das hat doch noch einen zweiten Stock. Ich fühle mich oben halt ein bisschen wohler. Ja, hier Treppe hoch. Okay, dann stelle ich mich hier am besten mal irgendwo in die Ecke. Dann werden wir hier das nächste Mal weitermachen und starten. Dann gucken wir mal. Wir wissen ja, wo wir sind, was wir machen. Ja, würde ich sagen, ne? Also Leute, dann schönen Dank, dass ihr dabei wart und wir sehen uns dann übermorgen, ne? Also macht's gut, euer Maruk. Ciao. Dann geht's weiter.